Erde gegründet, und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Ich rufe, und alles steht da. Jesaja 48, Vers 13. Nun, ich glaube, für viele Menschen ist das eigentlich unvorstellbar. Ja, für mich auch. Aber im Grunde genommen sagt uns hier der Prophet Jesaja und damals dem Volk Israel, zu denen er ja als Prophet gesandt wurde, will er ihnen klar machen, wer wirklich ihr Gott ist und was er alles kann. Weil bei den heidnischen Göttervorstellungen, da gab es Götter, die fürs Feuer, ja, für den Regen, ja, für den Krieg und alles Mögliche, Unmögliche gab es und gibt es in den Vorstellungen der Menschen Götter und Gottheiten. Das führt zu den abstrusesten Religionen und Irreführungen der Menschen. Aber Gott will, der Herr will einfach durch sein Wort, durch seine Größe und Herrlichkeit und durch seine Offenbarung sich manifestieren. Und das hatte er ja schon alleine in seinem Werk, in der Schöpfung, aber auch durch sein Wort, das sich immer wieder auch erfüllt hat und bis zum heutigen Tag ja erfüllt. Und sein Wort ist, ja, ist unvergleichlich mit irgendwelchen anderen Aussagen oder Lehren oder Wörter, die Menschen machen. Gottes Wort ist inspiriert und Gott hat Menschen befähigt und bevollmächtigt, sein Wort zu transportieren, weiterzugeben, damit wir anfangen können, es zu begreifen. Und wohlgemerkt anfangen. Ich glaube, dass kein Mensch, der auf dieser Erde lebt und auch gläubig wurde und angefangen hat, Gott zu erkennen, dass er je überhaupt oder dass wir je überhaupt die Oberfläche angekratzt haben. So groß und gewaltig ist er. Er hat ihm alles gemacht. Und er wollte ja eigentlich sein Volk mit dieser Offenbarung in ihrem Vertrauen stärken. Meine Hand, sagte er, meine Hand hat die Erde gegründet. Und man kann das natürlich auch heute mit den Erkenntnissen, die wir haben, ja, das ganze Universum, das schier endlos erscheint, die vielen Galaxien und die Sterne und die, ja, die verschiedenen Dimensionen, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Meine Hand hat das alles gegründet. Und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Ich rufe, das heißt, ich sprich und es wird. Und alles steht da. Im Neuen Testament heißt es, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Sagt uns Johannes im ersten Kapitel, in den ersten drei Versen des Evangeliums. Was für eine Offenbarung, wenn wir das nur bedenken. Am Anfang war, nicht wurde das Wort oder entwickelte sich das Wort. Es war schon da. Es gibt für Gott, für sein Wort, gibt es keinen Anfang. Also da sind wir schon wieder an einer menschlichen Grenze. Wir können uns das einfach nicht vorstellen. Das geht nicht da rein. Da sind wir einfach zu klein. Das ist ähnlich, ich vergleiche das oft, wie wenn wir versuchen würden, einen Wurm klarzumachen, dass es die Menschheit gibt. Ist besser auch nicht, glaube ich. Aber es ist unmöglich. Er hat keine Möglichkeit, uns wahrzunehmen, dass wir da sind. Er kann es vielleicht erleben, wenn er zerstört wird, wenn er zerquetscht wird,
wenn an eine Angel gehängt wird, um als Futter zu dienen für die Fische. Das kann er vielleicht erleben, aber selbst dann weiß er nicht, wie ihm passiert. Es ist weit, weit über seinen Horizont. Und noch weiter ist eigentlich, wenn wir versuchen, Gott zu verstehen. Er war am Anfang und er ist in allem, er ist durch allem. Aber das Wunderbare, er selbst hat die Initiative ergriffen, nachdem seine Schöpfung, der Mensch, zu der wir ja auch gehören, in Sünde gefallen ist. Er hat es aus Liebe, er hat es geplant und gemacht, sich zu offenbaren, sich zu zeigen, zu manifestieren, zumindest in dem Maß, dass wir es, auch wenn nur stückhaft, erkennen und begreifen. Herr, deine Erkenntnis ist mir viel zu hoch und ich muss immer wieder Schiffbruch erleiden, wenn ich versuche, dich zu erkennen, zu begreifen, zu erklären. Aber ich freue mich, wenn ich erfahre und begreife, dass du mich und alle Menschen liebst, wie es ja in deinem Wort steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und wir, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir gerettet sind, wir haben das Mandat, wir haben den Auftrag, wir haben den Befehl, das hinauszutragen, diese Botschaft und diese Liebe. Möge uns der Herr immer wieder helfen und auch heute an diesem schönen Tag, an dem Tag des Herrn. Ich wünsche euch noch viel Freude dazu. There's a city that looks o'er the valley of death, and its glory has never been told. Where the Lamb is the light in the midst of the night, in that beautiful city of gold. Where the sun never sets, and the leaves never fade, and the righteous forever will shine like the stars, in that beautiful city of gold. There will be no more sorrow, pain, sickness, or death, and the saints, they will never grow old. How I long for that city where there never comes a night, in that beautiful city of gold, where the sun stars, in that beautiful city of gold. There's a river that runs from the throne of the King, clear as crystal, our eyes shall behold. When our faith turns to shine, all our fears will take flight, in that beautiful city of gold, where the sun stars, in that beautiful city of gold, where the sun never sets, and the leaves never fade, and the righteous forever will shine like the stars, in that beautiful city of gold.